Hallo, moin, moin, herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! GX Legacy of the Duelist. Wir spielen jetzt erstmal eine schwierige Liebe. Das nächste GX-Duell war zwischen Zane und Cyrus, die Schlacht der Brüder. Ich warte schon lange darauf, Zane. Los geht's. Oh, das war jetzt eine kurze Konversation. Wir spielen mal Geschichtsdeck. Ich glaube, wir spielen, Ja. Doch, Zane. Weil Cyrus war auf der linken Seite. Das hat mich jetzt irritiert. Und auf dem Bild vorher, also bevor man ausgewählt hat, man deutlich gesehen die Umrisse oder die Konturen von Zane. Das heißt, wir müssen gewinnen, wie immer. Wie in jedem Duell. Wir müssen gewinnen. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Spaß, Spaß, Spaß. Was macht das? Der kommt. Oh, ich dachte schon. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, dann tut man den mal weg. Aber was brauche ich dafür? Cyber-Finsterhorn. Cyber-Finsterhorn habe ich. Was fehlt noch? Cyber-Finster-Zack und zimsterweise Knock. Okay. Falls diese Karte angreift, wird sie während der Endphase zerstört und auf den Friedhof gelegt. Wenn diese Karte zerstört auf den Friedhof gelegt wird, kannst du diese Karte als Besearch beschwören, indem du eintritt. Was? Nein. Das machen wir nicht. Ich will erstmal gucken, was du da unten drunter hast. Du hast ein Royal Deck, der wird schon nicht. Oh, Dual Royal. Ich finde, Thrilloid ist eine ziemlich gute Katze. Katze. Wieso sage ich Katze? Karte. Mach mal der 1600 ATK. Sheetkram. Wie jetzt? Das hat es jetzt nicht aktiviert. Cyberknochen, sehr schön. Geile Scheiße. Sheetkram. Warte mal, was haben wir noch mal hier? Was kann der überhaupt? Das ist echt lästig, diese Karte. Wir sind am Arsch. Wir haben schon verloren. What the fuck?
Weiter. Gleich überspringen. Hier, Geschichtstag. Läuft nicht so, würde ich sagen. Als zweiter. Beschwer jetzt mal den hier. Dafür, dass er nur drei Sterne hat, ist der sehr stark. Also. Beschwer ich mal den hier. Sehr schön. Wunderschön. Kommen zwei Drachen und eine Fusionskarte. So. Wenn diese Karte durch den Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine Hand. Okay. Dann würde ich mal sagen: Angriff. Ich lasse gar nicht zu, dass er da großartig was beschwört. Ich mache jetzt einfach alles weg, was er einfach macht. Er legt es hin, ich zerstöre es. Das ist eine einfache Regel. Ich mag die Karte. Hat ein geringes Level, aber dennoch eine starke Attacke. Das ist einen starken ATK-Wert. Doppelte Gier. Sehr schön. Aber ich glaube, wir dürften schon gewonnen haben. Ja, wir haben gewonnen. Läuft! Zweiter Versuch, was? Inzwischen traf sich Maximilian Pegasus mit Kanzler Shepard. Danke, dass du so kurzfristig gekommen bist, Kanzler. Deine Website war kaputt und ich brauchte ein Update von dem GX-Turnier. Also sag mir, wie gehen die Dinge voran? Nicht so gut, wie wir gehofft hatten. Ich nehme... Scheiße. Was ist das Besondere an der Schicksalskarte? Sie wurde vor 10 Jahren von einem meiner Mitarbeiter entwickelt, doch bevor die Karte veröffentlicht wurde, wurde sie gestohlen und ist nie wieder aufgetaucht. Wer würde die Karte denn stehlen? Niemand ist sich sicher, aber mein Wissenschaftlerteam ist mit einer Theorie gekommen. An dem Tag, an dem die Karte erstellt wurde, entdeckte man Wissenschaftler ein merkwürdiges astronomisches Phänomen. Das weiße Loch. Wie sie es nannten, scheint Lichtwellen durch das Universum auszusenden. Betrachte es
als das Gegenteil von dem schwarzen Loch. Während ein schwarzes Loch Energie absorbiert, strahlt dieses weiße Loch Energie fast wie ein himmlischer, ausbrechender Vulkan mit Licht. Wie geschmolzene Lava, dieses Licht, Light of Destruction, war gefährlich. Es begann, das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit im Universum zu kippen. Und als das Light of Destruction stärker wuchs, so wuchs auch sein instabiler Hunger nach mehr Macht. Und als die Energie der Erde erreichte, suchte es nach einem Wirt, eine Person oder Sache, in dem es lebt. Wir glauben, es entschied sich, in dieser Schicksalskarte zu leben. Die Schicksalskarte wird nun durch das Licht kontrolliert. Okay. Ich verstehe. Was? Neue Kampagne? Neuer Duelland? Neues Deck? Was? Jetzt kriegen wir aber viel, du. Wie neuer Duelland? Sag mal nicht. Ah, Quatsch. Nicht Deck ändern, Kartenshop. Da gibt's doch nicht mehr. Egal, scheiß drauf. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Oder warte, nee, der hat noch eine Kampagne gesagt, oder? Eigentlich egal, keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Ding, liked das Ding. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.